Willkommen zum Kanal auf SandTV und ja Leute, in diesem Video wollte ich euch halt ein paar Dinge sagen und ja, damit ich sagen, ohne viel zu labern, fangen wir direkt an. Und zwar heute wollte ich mich bei euch bedanken, dass ihr, also an alle, die mich abonniert haben, ich wollte mich bei euch bedanken. Und zwar habe ich jetzt 414 Abonnenten. Leute, danke schön dafür, Leute, danke dafür. Und zwar werde ich jetzt auch halt mehr Videos raushauen. Und schreibt in die Kommentare, was für Videos ihr von mir haben wollt. Würde mich sehr freuen, weil zurzeit ich habe halt nicht so viele Videoideen, die ich machen kann. Und also viele haben nachgefragt, mit welchem Programm ich meine Videos schneide. Und zwar habe ich jetzt, also bis jetzt habe ich mit Windows Movie Maker geschnitten. Also das ist halt so ein einfaches Schneidprogramm, ist auch kostenlos. Empfehle ich euch für den Anfang, also für den Anfang ist es halt gut, also man kann da nicht viele Sachen machen, nur halt man kann halt nur die Videos halt so zusammenschneiden und sowas. Mehr kann man da auch nichts machen und ja, ich habe auch heute ein neues Schneideprogramm bekommen und zwar Sony Vegas Pro 15. Ja, ich habe mir ein paar Tutorials reingezogen, also damit ich es halt auch lernen kann mit dem Schneideprogramm und ja. Leute, tut mir leid, wenn ich halt nicht so gut die Videos jetzt schneiden werde, weil ich fange halt neu damit halt an bei diesem Schneideprogramm, weil ich kann das noch nicht ganz gut. Deswegen muss ich noch lernen. Und was ich euch noch sagen. Einmal leise! Und zwar wollte ich euch sagen, ihr könnt mir halt Lieder, die ihr haben wollt, in die Kommentare schreiben, was ich dann halt am Anfang nehmen kann, weil also am Anfang des Videos nehme ich ja halt immer so ein Beat, dann fängt das Video ja an. Deswegen, wenn ihr halt Lieder haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare, die werde ich dann auch nehmen. Und ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Vergiss mir nicht, auf Instagram zu folgen, OzanTV mit 2V. Link packe ich in die Videobeschreibung. Und ja, da würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.